Eisenbahnanlagen im Miniaturformat gab es jetzt in der Halterner Seestadthalle zu sehen. Ein Veranstalter aus Ochtrup hatte zum Jahresende wieder Händler und Sammler eingeladen. Nicht nur Neuheiten gab es zu kaufen, auch die Sammler nostalgischer Eisenbahnen kamen auf ihre Kosten. Ja gut, Haltern liegt so im Grenzgebiet zwischen dem Münsterland und dem Ruhrgebiet und hat damit einen relativ großen Einflussbereich. Ja, und in Dortmund gibt es natürlich noch die Intermodellbau und große Veranstaltungen, sodass Dortmund selber auch nicht so das geeignete Pflaster wäre. Und für Modellbahnbörsen ist Haltern ein sehr, sehr guter Markt und auch für so kleine Messen, wie wir das hier jetzt haben mit Ausstellungsanlagen. Ja, das sind in der Regel Sammler, die ihre überzähligen Bestände zum Beispiel verkaufen oder auch gewerbliche Händler, ja, bei denen das Ladengeschäft alleine nicht mehr den Umsatz bringt, den sie eigentlich brauchen. Und wenn das Publikum halt nicht zum Laden kommt, dann muss der Laden zum Publikum kommen. Ja? Blickfang der Ausstellung ist die Eisenbahnanlage des Veranstalters Willi Breidenbach aus Ochtrup. Er präsentiert eine Märklin-Anlage der 60er Jahre. Einen ganzen Tag dauerte der Aufbau der Module. Nämlich jetzt folgendes. Die Anlage steht bei 0 Grad. Die steht in der Halle, die ist aber nicht geheizt, bei 0 Grad oder bei 3 Grad, wie wir die letzte Zeit die Temperaturen hatten. Und wenn ihr dann hier hinkommt und wird ausgeladen aus dem kalten Wagen, kommt hier rein, hier sind 17 Grad, 16 Grad, dann fängt so eine Anlage natürlich an zu arbeiten. Mit Holz arbeitet, nach Metall arbeitet. Und dann entstehen Probleme, die man eigentlich, die wir heute nicht haben. Die hätten wir nur beispielsweise gestern Morgen. Gestern Morgen liegt gar nichts. Daneben zahlreiche Stände mit Eisenbahnutensilien aller Marken und Spurgrößen. Und das sind auch nostalgische Bahnen, die Sie anbieten oder neue Waren? Nee, das ist eigentlich querbeet. Das sind gebrauchte Ware und werden hier weiterverkauft. Das ist regional bedingt. Manche Gegenden geht mehr Märklin als Wechselstrom, in anderen Gegenden geht mehr dieser Gleichstrom, Rocco. Das kommt drauf an. Für ein weiteres Highlight sorgte der Modellbauclub aus Nimwegen. Auf ihrer Miniatureisenbahnanlage stellten die Niederländer verschiedene Landschaften ihrer Heimat originalgetreu nach. Ja, und was machen mit 15 Mitgliedern und wir machen diese N-Bahn, die haben wir ganz nachgebaut nach der Wirklichkeit. Wir haben Weesp fotografiert in den Niederlanden und an der Hand von die Fotos haben wir die ganze Bahn gebaut. Dus es gibt in den Niederlanden diese Bahn wirklich. Ja. Das ist rund 45 Meter. Es sind 4 und 6 Gleisbahnen nebeneinander. Ja. Tausende Besucher von nah und fern nutzten auch diesmal wieder die Gelegenheit, die Modellbahnmesse zu besuchen. Ja, ich sag mal, ist sehr vielfältig. Vor allen Dingen kann man ja auch Sachen finden, die man nicht mehr so jeden Tag bekommt. Welche Anlage haben Sie jetzt zu Hause? Eine H0-Anlage. Ich baue aber jetzt speziell nur Gleisanlagen nach, also Güterbahnhöfe, nach dem Originalvorbild. Auch 2018 will Veranstalter Willi Breidenbach wieder zur Modellbahnmesse in die Halterner Seestadthalle einladen.